Und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Life in the Woods. Beim letzten Mal haben wir das Feld umgesetzt. Ich habe ein bisschen was zu Pokémon Go erzählt, weil ich es ja selber auch ausprobiert habe. Und ich habe jetzt offscreen die Sachen ein bisschen sortiert. Hier ist noch ein bisschen Kleinscheiß drin, weil ich nicht wusste, wohin. Hier ist unser Essen. Schön aufgereiht. Und wir wollen gleich runter in die Mine. Auf dem Weg gucken wir gerade mal nach, ob sich beim Reis irgendwas getan hat. Immerhin waren wir jetzt 2 Nächte zu Hause. Was willst du denn jetzt? Verschwinde. Tschüss. So, es wird noch wieder dunkel, dann ist es Zeit runterzugehen. Ich nehme doch noch einen Block Holz mit. Wahrscheinlich werden wir in der Mine noch genug Holz finden, aber was soll's. So, was nehmen wir da am besten? Mahagoni. Mahagoni haben wir zuhauf, nehmen wir das mit. Wir haben 2 Hacken. Ich glaube, dann. Ich weiß nicht, ob wir drüben noch Eisen haben. Ansonsten nehme ich mir jetzt noch mal einen halben Stack mit. Der war auch noch mal drin, ne? Ne, haben wir rausgenommen. Okay, nehmen wir mal einen halben Stack mit. Ich schaffe mal mit rüber. Kurz mal bei meinem Feld vorbeigucken, ob irgendwas passiert. Ich vermute ja zwar nicht, aber naja. 14, 0, 0, 0, 0, 0, 14, 0, 0, 14. Agent 0014. Keine Ahnung, was da los ist. Kakao läuft. Wunderbar. Dann machen wir uns jetzt auf in die Kellergegend. Und schauen mal, wie weit uns die Mine führt. Hier war ja doch eine kleine Kiste. Ach, hier ist doch schon mal drin. Nun gut. Dann ist auch noch Holz drin. Hätte mir gar keine Gedanken machen müssen. Ha. Okay. Da ist die eine kaputte. Ich glaube, ich mache nochmal 2 Hacken. Oder eine? Nur mal eine. Ansonsten können wir immer noch nach oben gehen. Hatte ich hier da. Habe ich da fertiges Holz? So. So. Getting an upgrade. Joa. So, 5 verbraucht, bis natürlich 1 Stick. Der obligatorische 1 Stick ist noch übrig. So, dann würde ich mal sagen, auf in die Tiefe, ne? Gucken, was da unten lauert. So einiges bestimmt. Schwert ist noch im Solala-Zustand. Ich habe keine Pfeile mit, sehe ich gerade. Dann muss ich mir unterwegs welche klauen bei irgendwelchen Skelett-Heinis. Hallo? 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 Keiner da? Das war ungewöhnlich. Ja, blubbert's. Hier ist Redstone. Ja, okay, wir wollten ja eh in die Mine rein. Also gehen wir da jetzt auch rein. Ach, ich hab noch die Musik an. Ich habe keine Musik an. Mal Environment off. Alter, ist halt. Hallo? Hahaha. Sollte eventuell noch die Fackeln ausrüsten. Hallo? Unten drunter, nebenan. Hallo, wo sind sie? Ach, da unten sind sie. Ach, natürlich. Ach, natürlich. Ja, da hing ich in den scheiß Spinnenfäden fest. Da hat alles kaputt gemacht. Oh Mann. Jetzt kommt der hier hin und will aufmucken oder was? Nein! Diese Drecksfäden. Mann! Bin eine Lusche im Höhlen besuchen. Wisst ihr doch. Das ist aber auch mal gut. Jo, warum habe ich die Axt mit? Okay, um ein bisschen Notfallholz zu holen. Nicht blöd, aber jetzt hier. Ich will ja gerne. Oh, fuck.
So, shit. Hier ist natürlich alles da unten gelandet. Das, natürlich. So. Wir wollen uns aber weniger mit Eisen aufhalten, als mit rumgucken, was hier los ist. Gehen wir erstmal oben lang. Stellen fest, hier ist vieles dunkel. Und sehr uneinsichtig. So eine uneinsichtige Dunkelheit aber auch. Noch dazu kommen, dass es neben mir knallt. Ich sehe es. Ich weiß Bescheid. Und ich habe mich jetzt schon verlaufen. Das ist haufenweise Eisenerz. Und ein bisschen Gold. Ein Gold, okay. Und das Eisen aus der Wand auch noch mit. Wollen uns dann nur mal ein bisschen umschauen hier. Ich habe auch schon neue Pläne für ein Haus. Und zwar möchte ich unser Haupthaus ein wenig umsetzen. Da wir jetzt auf unserem aktuellen Platz auf lange Sicht gesehen, glaube ich, nicht genug Platz dafür haben werden. Wird das alte Haus abgerissen, ein neues gebaut und auf dem Platz des alten Hauses wieder ein vernünftiges Feld dargebracht. Ne, also hingesetzt. Irgendwann wird alles mal mit. Hallo? Ist hier wer? Tschüss, Lava. Immer gut ausleuchten. Ja, die Kohle lasse ich mal liegen, haben wir ja noch. Ansonsten wissen wir ja, wo wir sie finden. Natürlich. Aus. Natürlich. Ich habe doch gerade noch einen Schleim. Mach hier mal hell, aus Gründen. Achso, ich muss sagen, ich muss vorher Bescheid sagen. Ich bin ein sehr inkonsequenter Ressourcensammler. Ich sage mal, ja, nehme ich mit. Sobald ich mein Interesse für irgendwas anderes gefunden habe, dann ist es wurscht. Hallo? Wie sind wir vorhin runtergekommen? Dann sind wir hier. Okay. Das Gold immer mal mit. Können wir später bestimmt gut brauchen. Spätestens wenn es darum geht, irgendwelche Schubkästen zu verbessern. Einige wissen, wovon ich rede. Was war schon wieder für ein Krach? Gehen Sie! Gehen Sie weg! Schön mitnehmen, bevor wir später wieder das Nachsehen haben. So, wo wollte ich denn jetzt wirklich mal hier gucken? Hier ist erstmal zugefallen. Hier ginge es dann weiter.
Ach so. Über uns ist natürlich auch noch was. Sehr großartig. Ich werde irgendwas zu verrecken. Oh je. Ja, oh, da kommt gleich was runter. Das sehe ich doch jetzt schon kommen. Ich gehe mal weiter hier. So. Wahrscheinlich kommen die Viecher genau so zu uns runter. Ah. Da müsste doch jetzt irgendwo was sein, oder? Ja, Tatsache. Ach nee. Noch weiter oben. Ah. Soll ich da mal gucken gehen? Ich glaube ja. Die meisten würden sagen, mach. Guck nach, was da lauert. Setze dein wertloses Leben für uns aufs Spiel. Aha. Genau, kommen alle rum. So gute Idee. Sichere Basis schaffen hier. So. Hallo? Okay, sind festgebackt. Alles klar. Oder? Oder nicht? Bis er dann gleich ankommt. Mach hier mal irgendwo einen Spawner zu, wenn ich den finde. Mach so mal zu, damit die nicht von hinten rankommen können. Dann mach ich hier schon mal eine Fackel. Wie krieg ich diesen Lavafluss da weg? Super Frage. Nächste Frage. Hm. Erstmal. Muss ich das so machen? Oh je. So. Los mit dem Palaver hier. Die verrecken da drüben immer noch. Warum tun die denn sowas? Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie man einen Spawner sichert. Ich vermute mal, es war Fackel auf allen Seiten. So. Würde ich das Problem jetzt lösen? Ach, ich hab schon vielleicht drücken. Ey! Bitte was? Ist ja ganz toll. Ist ja Deluxe.
Aber wie funktioniert das mit den Grabsteinen hier? Ich wäre echt erschüttert, wenn das nicht geht. Ich muss jetzt mal ganz schnell dahin rennen und gucken, ob es noch da ist. Und ja, wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Habe ich noch ein Ersatzschwert da bitte irgendwo? Nee. So ein Dreck. Ach. Mann, was mache ich denn hier? So, mehr brauche ich erstmal nicht. Schneller! Ich weiß gar nicht, wo mein Scheiß jetzt gerade ist. Und da ist alles Wichtige drin. Mann, so ein Dreck. Mal wieder kein Plan, wo ich lang bin. Bin ich jetzt hier darüber? Ich meine ja. Dann hier hoch. Und hier lang. Na, da läuft ein Bogenschütze. Dann hier. Dass es mit den Grabsteinen nicht geht. Das wundert mich jetzt doch ein bisschen. Wo kam der Creeper her? Oder von hier? Verschwinde bloß. Okay, beide Rucksäcke sind da. Jetzt brauche ich erstmal was zu essen. Auf der Hand. Über das hier. Und verschwinde doch! Geh weg! Und Dreck hier. Irgendwo noch eine angefangene hier. Ach so, der hat die ganzen Spawner weggeblowt. Ach nö, jetzt kommt er wieder so. Skeletor hier. So. Miesen, fiesen Giftspinnen. Jetzt habe ich meinen Shit noch wieder gefunden. Das wäre es ja noch gewesen. Ganzes Zeug weg. Gibt es hier keine Grabsteine-Funktion mehr? Options. Mach hier. Nee, komm. Was ging das denn hier? Das M? Ups. Ich hätte gern einen Engel. Ja. So. Oder geht das nur, wenn ich oben irgendwo sterbe? Aber ich glaube eigentlich nicht. Deswegen muss ich das nochmal irgendwie enablen. Aber ich bin mir da nicht sicher. Ich gehe mal hier rein. Guck mal hier. Wow. Da oben. Toll. Komm ruhig ran. Junge, komm ran. So ein Dreck.
Wo ist denn jetzt hin? Hallo? Hallo? Ach, hier ist der Schleim. Schönen guten Tag, eure Schleimigkeit. Ja, Melon Seeds, ja. Die Dornen, keine Ahnung, was mit den Dornen soll. Das ist irgendwie überflüssig. So, war ich hier jetzt überall schon mal, weil hier überall Fackeln hängen. Und habe nur nicht über den Tellerrand hinausgeschaut. Da ist Lava, aber hier war ich noch nicht. So, das verschwindet jetzt, okay. Okay, da. Da ist Wasser. Wo bin ich denn gerade? Minus. Das. Da, 22. Okay. Jetzt guck zwischendurch mal immer so nach, auf welcher Höhle ich bin und was ich hier für Dinge zu erwarten habe. Geh mal ein bisschen tiefer rein. Und hier ist auch schon nichts mehr. Okay. Ja, im Moment der Angst bin ich nicht dazu gekommen, nach Ressourcen zu sammeln. Diese eine blöde Mist. Hätte ich mal dieses blöde Loch nicht aufgemacht. Oder nur mal gucken, was da los ist. Ja, was haben wir davon? Richtig auf Fresse. Das ist gerade ganz komisch reflektiert. Gehe ich gleich mal dahin. Oh, da ist auch noch was. Ja. Ist ja überall was, ist eine Mine. Das Gold. Sind breite Schächte. Gucke ich hier mal eben nach. Ja, zwei Golderz. Immerhin. Das Schlimme wäre ja mitunter nicht mal die ganzen Items gewesen, die gefehlt hätten, sondern auch die ganzen Erfahrungspunkte, die jetzt weg sind. Die kriege ich ja nie wieder. Wenn wir hier lang. Haben wir davon nix. Okay. Dann. Ich würde fast sagen, machen wir am nächsten Part weiter. Ich guck mal, was es mit dem Grabstein auf sich hat, warum das nicht funktioniert. Ich stelle mich hier in meine Ecke. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!